Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe euch wieder eine Woche lang durch meine Ernährung mitgenommen. Wie ihr seht, ich bin in meiner Heimat. Das Video kommt dann natürlich nächste Woche online. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Good morning. Bei mir gibt es Cornflakes, Soja Krispies, diese Vollkornflakes und Oreo Cereal. Und noch mein zweites Käffchen. Und ich schneide gerade mein Video vor heute. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe ein bisschen vollen Tag heute. Und jetzt geht's aber gleich erstmal ins Gym. So, Freunde, back vom Training. Und bei mir gibt's ein Eiskaffee und Kichererbsenwaffelpute. Und nachher kommt Millie. Wir drehen noch ein richtig cooles, beziehungsweise zwei richtig coole Reels für euch. Für Millies Account. Vielleicht auch noch spontan eins für mich. Sehen wir dann. Aber auf jeden Fall war das Training heute nicht so gut. Es war ein Oberkörpertraining. Ich hatte irgendwie keine Kraft. Aber solche Tage gibt es. Das nächste Training wird umso besser dafür. Also lasst euch von einem schlechten Training nicht unterkriegen und macht einfach weiter, zieht euer Ding durch. Und ja, genau. Ich freue mich trotzdem auf den Tag jetzt. Ich bin zwar ultra müde irgendwie, aber das wird trotzdem gut. Bei mir gibt es zum Abendessen heute eine asiatische Gemüsepfanne mit rote Beete-Gnocchi und ja, Minze und Limette ist einfach nur Deko gewesen, aber sieht das nicht so lecker aus? Oh mein Gott, vor allem in dem Licht. Und ich habe die Gnocchi. Die sind so, so geil crispy geworden. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So, Freunde, guten Abend. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ihr es in meinem TikTok-Rezepte-Video gesehen habt. Wenn nicht, unbedingt abchecken. Ich habe mir nämlich ein Königer Frischkäse-Eis gemacht mit Cinnamon Danish Whey. Ich habe nämlich diesmal Proteinpulver reingegeben. Ist auch sehr geil geworden. Und ich habe noch Schokodrops da überall reingegeben. Die sind jetzt richtig schön knackig. Und dann habe ich noch so zwei Zartbitter-Schokobrezeln drauf gegeben. Richtig cool. Jetzt kommen auch diese Förmchen endlich mal zum Einsatz, weil das passt perfekt. Und dann gibt es noch einen Baked Cookie. Genau. Lecker. Guten Morgen. Long time no see von mir und meinem Porridge. Boah, ich hatte das so lange nicht mehr. Naja, auf jeden Fall gibt es das jetzt heute wieder. Ich habe richtig Bock mit Cereal Milk Whey und Ruby Choco Drops. Genau, und gleich geht es ein bisschen laufen, meine Kondition nicht zu verlieren. Und nächste Woche kann ich halt komplett gar nicht ins Gym, auch nicht laufen kann ich draußen. Deswegen ziehe ich die Woche nochmal durch. So, Freunde, ich bin zurück aus dem Gym und oh mein Gott, ich bin so stolz, sage ich euch. Ich habe einfach eine Stunde laufen geschafft und oh, ich bin so happy. Mein Kopf hat so nach einer halben Stunde gesagt, okay, ich bin zufrieden. Aber ich dachte mir so, eigentlich kannst du noch. Und habe einfach durchgezogen. Dachte so, warte einfach, bis dein Körper nicht mehr kann. Und nicht dein Kopf. So. Und dann habe ich einfach eine Stunde geschafft und oh mein Gott, ich bin so unfassbar happy. Das war mein großes Ziel seit langem. Und ja, jetzt habe ich mich auch direkt fertig gemacht, geduscht und unibereit gemacht. Ich habe hier so eine Cargohose von Bershka an. Das ist diese virale Cargohose, die man hier an den Seiten enger stellen kann. Und das Top ist von Shein. Das ist so ein basic braunes Top. Und meine Sonnenbrille ist, glaube ich, auch von Bershka oder Shein. Ich weiß es nicht mehr. Und genau, wir sehen uns nach der Uni. So, Freunde, zurück aus der Uni und vom Spaziergang mit Bounty. Und jetzt gibt es erstmal Maiswaffeln mit Hähnchenbrust und noch so einen gelben Pfirsich. Genau, und dann muss ich einiges im Haushalt machen. Wäsche machen und saugen, putzen, was auch immer. Und dann, ja, heute ist eigentlich ein entspannter Tag sonst. Also ich mache sonst heute nicht mehr viel. Freunde, richtig geil. Bei mir gibt es jetzt Loaded Nachos zum Abendessen mit dem Veggie-Kebab, Paprika und geriebenen Käse. Und ich mache da jetzt noch Sour Cream drauf. Richtig, richtig geil. Und das lasse ich mir dann zu GNTM schmecken. Freunde, bei mir gibt es jetzt diesen Proteinbar mit Pistazienmus von Koro. Ich wollte den schon so lange haben. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Und schaut das euch mal an. Wie geil sieht der bitte von innen aus. Oh mein Gott, I love. So, Freunde, ein Löffel Ei gibt es auch noch. Natürlich, richtig geil. Ich freue mich drauf. So, good morning. Bei mir gibt es seit langem mal wieder mein Proteinbrötchen. Und ja, einmal mit Quarkmarmelade und dreimal mit Proteinspread. Und ja, ich lieb's. Und für mich geht's gleich mit Becky ins Gym zum Content machen. Und ja, das Wetter ist heute irgendwie komisch. Also es ist sehr bewölkt und sehr kalt noch, aber heute Abend soll es warm werden. Let's see. So, Freunde, ich habe mir jetzt Sommerrollen gemacht mit frischer Mango, Asia-Gemüse und Räuchertofu und einer Erdnusssoße, einem Erdnussdip, wie auch immer. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, Freunde, ich habe mich heute den ganzen Tag gar nicht gemeldet. Ich war heute Vormittag mit Vicky im Gym Content machen und wir waren, glaube ich, bis 15 Uhr da. Dann war ich ja mit Bounty draußen und dann war ich irgendwie so müde und fertig. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin den ganzen Tag einfach so
schlapp und könnte einfach nur einschlafen, wirklich. Aber schon seit sehr, sehr langer Zeit steht heute ein Treffen mit einer sehr guten Freundin aus der Heimat. Die ist nämlich heute in Köln und die kommt gleich mit dem Zug an. Wir haben es jetzt, glaube ich, um 8 und die kommt um 8:45 mit dem Zug an. Das heißt, ich muss mich jetzt mal ready machen. Mache ich natürlich gerne. Aber ich würde mich jetzt auch sehr gerne in mein Bett legen. Aber das kann ich jeden anderen Tag auch. Aber ich bin einfach nur ultra müde. Ich glaube, ich werde nachts ins Bett fallen. Wirklich. Und wie ein, was weiß ich, schlafen. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt fertig gemacht. Nur ganz basic. Also ich habe nur meine Cargohose und einen Top an. Und mich halt geschminkt. Und genau. Deswegen, ich habe heute eigentlich kaum gefilmt, außer mein Frühstück und mein Abendessen. Und ich werde heute auch jetzt nichts mehr filmen. Aber wir sehen uns dann morgen früh wieder. Guten Morgen, Freunde. Bei mir gibt es Cornflakes jetzt vom Leg Day. Finde ich mal ganz gut, weil die nicht so stopfen. Also mein Magen ist da nicht so überfüllt. Aber ich bin trotzdem gestärkt fürs Training. Und ein Käffchen. Und ich habe gerade schon mein Video für morgen ein bisschen geschnitten. Sollte ich auch langsam mal anfangen, weil, wie gesagt, es kommt jetzt in 24 Stunden online. Und ja, das gibt's jetzt. Dann geht's in Leg Day. Und dann habe ich später einen Nageltermin. Oh, Leute, es wird Zeit. Ich sag's euch. Ganz schlimm. Ja, dann geht's heute Abend zu Eat for Fit. Seit Ewigkeit mehr. Ich freue mich. So, Freunde, back aus dem Gym. Und ich habe mir jetzt erstmal Maiswaffeln gemacht. Ich habe kaum noch was im Kühlschrank. Deswegen gibt es die heute mit Räuchertofu und die andere nur mit Butter. Und ja, ich schneide gerade die ganze Zeit mein Video und muss jetzt noch die Rezepte-Sheets fertig machen. Und da meintet ihr, dass euch das sehr gut gefällt. Deswegen muss ich da jetzt nochmal 2, 3 machen fürs Video morgen. Und dann geht es mit Bounty raus. Und dann habe ich einen Nageltermin. Wir waren jetzt gerade noch am Aachen, aber ja. Und jetzt haben wir schon 10:30. Und bei mir gibt es heute geht es mal nicht feiern. Letzte Woche hat erstmal gereicht. Bei mir gibt es mal wieder seit Ewigkeiten einen geilen Cheesecake. Und ich habe so einen Himbeermarmeladenstrudel reingemacht. Das sieht so wild aus. Und ich freue mich richtig drauf. Guten Morgen. Bei mir gibt es wieder Cornflakes. Die übliche Mischung mit so diesen Vollkornflakes, Soja Krispies und Oreo Cereal und Tiefkühlbeeren. Und ich hatte gerade schon eine sehr lustige Konversation mit Vicky. Die hat nämlich eine Spinne in ihrer Wohnung und sie findet die nicht mehr. Und die hat minimal Panik gerade. Das war ziemlich lustig. Genau. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. So, Freunde. Ich war vorher im Gym. Das war nicht so gut. Ich wollte eigentlich laufen gehen, aber meine Beine sind irgendwie ein bisschen tot heute. Und war ich nur eine halbe Stunde spazieren und habe mich noch ein bisschen gedehnt. Und jetzt gibt es Maiswaffeln mit Räuchertofu, weil meine Butter war irgendwie schimmelig. Keine Ahnung warum auf einmal. Keine Ahnung. Butter habe ich auch nicht mehr. Aber ich habe Räuchertofu und das schmeckt auch ganz gut. Mit viel Salz schmeckt das gut. So, Leute, es gibt doch nichts Geileres als den Sonntagabend mit Leftover-Pizza, Sour Cream, einer Cola Zero und Temptation Island im Bett zu verbringen. Wow. Ich liebe es ja komplett. Übrigens, Tennisspielen war nicht so erfolgreich. Der Platz war belegt komplett. Aber der Kaffee mit Esther war sehr lecker. Wir waren noch Kaffee trinken und ich hatte eine Eislatte und ein... Momentchen mal, ist meine Sour Cream schimmelig? Nee, Gott sei Dank. Oh mein Gott, Leben gerettet. Genau, wir waren Kaffee trinken. Ich hatte ein Latte Macchiato und ein Eislatte. Und genau, das gibt es bei mir. So, Freunde, ich probiere jetzt noch diesen Proteinriegel hier. Das ist, glaube ich, ein Brownie. Nee, Peanut-Proteinriegel. Oh, ich dachte, das wäre Brownie. Ja, dann probiere ich den Peanut-Proteinriegel. Und ich glaube, den hat mir mal Sally geschenkt. Ich bin gespannt. So, good morning, Freunde. Bei mir gibt es heute ein Schokomackcake, ein Proteinmackcake. Und habe mir einen Kern aus Peanut Butter gemacht und dann so Toppings drüber. Das ist jetzt so Snickers-mäßig. Und ich freue mich sehr drauf. Habe ich schon lange nicht mehr, aber ich habe den Schrank wieder entdeckt. Bevor er abläuft, mache ich den jetzt mal. So, Freunde, zurück aus dem Gym. Bei mir gibt es jetzt Maiswaffeln mit Räuchertofu, weil ich habe ungelogen nichts mehr zu Hause. Meine Butter ist schimmelig. Ich habe keine Pute, aber ich will jetzt auch nicht mehr einkaufen, weil ich fahre ja übermorgen nach Hause für eine Woche. Dann wird das alles schlecht. Genau, ich habe auch gar keine Zeit, irgendwie einkaufen zu gehen. Naja, egal. Ich mache ein bisschen Restessen. Eine Sache, die ich immer vergesse, ist, wenn ich mir was vom Cookie abschneide, es euch zu zeigen. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich snacke ihn einfach mal so zwischendurch und ihr seht schon, dass es schon mir über der halbe weggeht. Nur so ein Stück ohne Schokolade drin, noch drin. Und ich habe da gerade keinen Bock drauf. Ich wollte Schokolade. Deswegen, der ist auch schon wieder mehr als halb weg. Und ja, also vergesst nicht, ich zeige nicht immer komplett alles, was ich esse. Nur als kleiner Reminder, weil das wäre irgendwie voll unnötig, so manche Sachen zu zeigen. Hallo Freunde, ich wollte euch noch eine kurze Empfehlung aussprechen. Und zwar diese Proteingums von DM. Die sind richtig, richtig lecker, finde ich. In Johannisbeer und Maracuja Geschmack. Schmeckt ein bisschen wie so Weingummis, finde ich. Auch von der Konsistenz. Sie sind ein bisschen härter. Und die haben richtig gute Werte. Die haben einfach
kein Zucker und 15 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das ist wahrscheinlich wie so mit Clearway gemacht gefühlt. Ich wollte auch mal selber aus Clearway Gummibärchen machen und Gelatine. Aber kann ich euch wirklich ans Herz legen, die sind super, super lecker. So, Freunde, back home. Bei mir gibt es eine Quarkbowl mit Beeren und Pistazien. Und ja, ich freue mich drauf. Ich gucke jetzt noch eine Folge. Was gucke ich denn? Good Doctor. Und die lasse ich mir schmecken. So, Freunde, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo da. Und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da verpasst ihr nichts mehr aus meinem Leben. Da nehme ich euch immer komplett mit. Heute ist auch eine neue Tweo-Kollektion online gegangen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.